dem Untertitel beginnen, der Ökologisch-Botanische Garten als Ort der Forschung, Bildung und Artenvielfalt. Von mir werden Sie leider über Lulo und Lurch wenig hören. Meine Damen und Herren, manchmal ist es gut, naiv zu sein. An der Universität München hatte ich die Aufgabe, das noch in den 70er Jahren dort nicht etablierte Fach Pflanzenökologie in die Lehrpläne der Biologie einzuarbeiten. Und der vor der Institutstür gelegene Botanische Garten in München war natürlich ein ideales Experimentier- und Demonstrationsfeld, sowohl für den Unterricht als auch für meine eigene Forschung. Und was lag näher, bei meinen Berufungsverhandlungen 1975 an die Universität Bayreuth, als auch einen Botanischen Garten in meine Wunschliste aufzunehmen. Nun, diesen Botanischen Garten Bayreuth konnte mir damals niemand versprechen, aber die Unterstützung der Universitätsleitung wurde mir zugesagt, auch eingehalten, und die war enorm wichtig, denn es lagen zwei Gutachten von renommierten Kollegen vor, die festgestellt hatten, dass man für den Schwerpunkt Ökologie der Universität Bayreuth keinen Garten bräuchte. So, in der Situation hieß es dann, die Aussichten sind nicht gut, aber Sie können es ja probieren, wir unterstützen Sie. Erstaunlicherweise fand aber unser Referent im Kultusministerium, Ministerrat Sommerer, die Idee eines Gartens an der Universität Bayreuth interessant. Und er versprach die Unterstützung des Kultusministeriums, allerdings unter der Bedingung, dass wir etwas anderes vorschlagen würden als einen botanischen Garten. Denn von der Sorte gäbe es in Bayern dann schon eine ganze Menge und da müsste die Universität Bayreuth nicht auch noch in diesen Chorus einstimmen. Also schlug die Universität einen Garten vor, in dem die Ökologie den Vorrang hat und dafür einige klassische Elemente botanischer Gärten, wie zum Beispiel ein Alpinum oder ein Arboretum oder auch ein Frühlingsgarten, sagen wir mal, ausgeschlossen wurden oder vorläufig ausgeschlossen wurden. Stattdessen sah der Plan Einrichtungen, auch kostspielige Einrichtungen für ökologische Experimente vor. So kann man mit unserer tollen Lysimeter-Anlage nicht nur erforschen, wie die Vegetation, und hier ist mal dargestellt, jetzt muss ich gerade schauen, wo der Pointer ist. Ja, gut versteckt. Wie die Vegetation, hier sind also Gräser oder auch Getreide, auf bestimmte landwirtschaftliche Maßnahmen wie Düngung oder Bewässerung oder Pestizideinsatz reagieren, sondern man kann auch messen, wie solche Maßnahmen, vor allem solche Chemikalien, sage ich einmal, sich im Boden verhalten und wie viel davon eventuell in das Grundwasser ausgetragen wird. Lysimeter sind Betontrichter, hier sehen Sie eines, von einem Ausmaß 1x1x1 Meter mit einem zentralen Auslauf am Boden, die eingehängt sind in eine größere Anlage. Hier sehen Sie so eine Reihe von diesen Trichtern. Hier sehen Sie den Lysimeter-Keller unterirdisch und da sieht man diese Abläufe von den Trichtern. Über diese Abläufe kann man dann eben das durchdringende Bodenwasser auffangen und kann es analysieren. Also mit dieser Anlage, die relativ teuer ist, muss ich zugeben, hat die Ökologie im Ökologisch-Botanischen Garten schon einen Schwerpunkt gesetzt. Weiter kamen dazu Experimente für den Einfluss des Grundwasserstandes auf die Zusammensetzung von pflanzlichen Gesellschaften. Und es kam eine nach Maßgaben des Deutschen Wetterdienstes ausgestattete Klimastation dazu. Und es kam ein größerer Bereich an zunächst mal unbearbeiteten Gegenden dazu, das im Umfeld des Ökologisch-Botanischen Gartens gelegen. Und das war dann für studentische Experimente, Abschlussarbeiten und solche Dinge gedacht.
Damit sieht man schon, dass die Ökologie hier einen Vorrang in dieser Planung des ökologisch-botanischen Gartens hatte. Eingeweiht, muss ich sagen, und darum ist hier auch dieses Bild von Maispflanzen, wurde diese Lysimeterstation mit der Frage, ob sich benachbarte Pflanzen mit ihren Wurzelwerken durchdringen oder ob sie sich auf Abstand halten. Ich kann jetzt da nicht im Detail auf den Versuch eingehen, aber herausgekommen ist, dass sich die Wurzelwerke benachbarter Pflanzen, selbst wenn es die gleiche Art ist, tunlichst aus dem Wege gehen. Nun, solche Experimente, wie wir sie da in dieser Lysimeteranlage oder auch bei dem Grundwasserversuch dargestellt haben, die sind auch sehr günstig für die Lehre, als Demonstrationsobjekte für die akademische Lehre und natürlich mit entsprechender Führung dann auch für die Öffentlichkeit. Ein weiteres Novum von unserem ökologisch-botanischen Garten war die Darstellung von Vegetationstypen der Erde. Normalerweise findet man ja sowas wie, das heißt, Pflanzen des Mittelmeers oder Pflanzen der Tropen. Aber wir wollten Vegetationstypen darstellen, wie man sie auch in der Natur antreffen kann. Und ich zeige Ihnen hier ein paar Beispiele. Einmal den tropischen Regenwald. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das linke Bild eine natürliche Aufnahme aus diesem Wald ist. Rechts ist es der tropische Regenwald in unserem Gewächshaus. Oder im Freiland einmal die Rhododendron-Wälder Ostasiens oder des Himalayas, wieder links die natürliche Aufnahme rechts aus unserem botanischen Garten. Und im Freiland weiterhin vielleicht die Prärien Nordamerikas, die gerade im Hochsommer besonders schön blühen. Oder dann, was man auch sehr gut im jahreszeitlichen Verlauf sehen kann, die Steppen Turkestans oder Vorderasiens, wo man eben einen Frühlingsaspekt, einen Hochsommeraspekt und einen Herbstaspekt sehr schön in der Abfolge erkennen kann. Nun, insgesamt hatten wir 37 solche Vegetationstypen geplant und angesichts des für einen botanischen Garten ungünstigen Bodens. Wir sehen hier einmal diesen Boden im Relief aus verschiedenen Sandsteinen, grobkörnig, feinkörnig, aus Letten, aus Grobsanden, die man also auch hier in diesen Bohrkernen sehen kann oder wenn man den Mutterboden abträgt, dann auch schon an der Oberfläche erscheinen kann. Also in Anbetracht des doch sehr ungünstigen, stark wechselnden Bodens war die Anlage eines ökologisch-botanischen Gartens auf diesem Gelände schon eine Herausforderung ersten Ranges, sowohl planerisch wie auch gärtnerisch. Dazu kommt, dass vom Klima her dieses Areal nicht gerade begünstigt ist. Es ist nach Nordosten offen gegenüber den kalten Winden. Es fällt nach Süden leicht ein, bildet dort Kaltluftseen, sodass man also bei dieser Anlage schon diese Oberfläche berücksichtigen muss und halt entsprechend umgestalten muss. Nicht minder schwierig ist es aber auch, wenn man solche Vegetationstypen darstellen will, die Pflanzenbeschaffung. Denn man braucht mehr als die Pflanzen, die im Handel oder im Samentausch der botanischen Gärten angeboten werden. Man braucht auch die, die nirgends angeboten werden, die man selber sammeln muss. Und dieses selber Sammeln hat sich anfänglich recht gut mit botanischen Studentenexkursionen in Verbindung bringen lassen, was dann hier mal beim ersten Gartendirektor verzimbigt werden soll. Erst muss man was finden, dann muss man es bestimmen, dann muss man es ausgraben und dann kommt die Polizei und führt einen ab. Heutzutage ist sowas dann nicht mehr möglich, denn die Konvention über die biologische Vielfalt verbietet ja, dass man ohne Genehmigung von anderen Ländern Pflanzen, Samen oder irgendwelche biologischen Materialien ausführt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es enorm schwierig ist, in solchen Ländern überhaupt so eine Genehmigung noch zu erwirken. Die Darstellung von typischen Vegetationstypen verlangt natürlich auch eine Modellierung des Geländes, denn es ist klar, ich muss Berge und Täler und Seen und so etwas schaffen.
Und ursprünglich war das Gelände, das uns zur Verfügung stand, ja bretteleben, wie dieses Bild vom Jahr 1978 noch zeigt. Es mussten also Erdbewegungen vorgenommen werden, es mussten Felsen und Sandflächen, es mussten Torfflächen eingebracht werden. Es war eine große Umgestaltung der Oberfläche und denken Sie nur daran, dass es auch im Gewächshaus eine solche Oberflächengestaltung braucht. Über 100 Basaltsäulen sind notwendig, um zum Beispiel in unserem großen Tropenhaus diese Terrassierung dann aufrechtzuerhalten. Aber auch im Freiland wurde sehr viel mit Steinen gearbeitet und insgesamt wurden 2800 Tonnen Felsen eingebracht, sowie der ganze Aushub des Universitätsgeländes, um den Asienhügel zum Beispiel zu formen. Und das sah natürlich zunächst mal wie eine Felsenwüste aus und hat auch ganz schön Wirbel in den lokalen Medien verursacht. Darüber hinaus sollte im Garten auch gartentechnisches Neuland beschritten werden. Und aus meiner Begeisterung für die tropischen Hochgebirge habe ich dann auch ein entsprechendes Gewächshaus vorgeschlagen, ein Gewächshaus für die tropisch-alpine Vegetation, wie wir sie hier als Beispiel am Mount Kenia sehen. Ich wusste, dass im Botanischen Garten Tübingen ein solcher Versuch gemacht wurde, tropisch-alpine Pflanzen zu ziehen, das aber nicht gelungen war, diese auch nachhaltig zu kultivieren. Und so sind wir gleich anders drangegangen und sind in einer kleinen Expedition zum Mount Kenia aufgebrochen und haben dort die ganzen standörtlichen, also Klima- und Bodenbedingungen gemessen, die wir brauchen, um diese Pflanzen dann nachhaltig zu ziehen. Und Sie sehen ja aus diesem Bild schon, dass es sich hauptsächlich um Tag-Nacht-Schwankungen der Temperatur handelt. Tags also durchaus 20 bis 30 Grad und intensiver Sonnenschein. Nachts kann es auch mal bis minus 15 Grad kalt werden. Wir sind dann mit einem ganzen Rucksack voll Messprotokolle und auch Pflanzenproben wieder nach Bayreuth zurückgekommen und haben versucht, einmal diese Protokolle in einen Anforderungskatalog für ein Gewächshaus zu komprimieren, also was das alles können muss. Und zum Zweiten haben wir versucht, die mitgebrachten Pflanzen zu kultivieren. Und dabei hat sich herausgestellt, dass nicht der Winter die kritische Zeit für diese tropisch-alpinen Pflanzen ist, sondern unser Sommer. Die Tage sind zu lang, die Nächte zu kurz und die Nächte sind zu warm. In der Nacht muss es kalt werden. Und so hat sich dann dieser Anforderungskatalog ergeben für ein Gewächshaus, das zum einen den tropischen Tag und die tropische Nacht in gleicher Länge haben muss, ein Gewächshaus, das also verdunkelbar ist, das aber untertags auch wieder zusätzlich beleuchtet werden muss, weil wir ja die Intensität der tropischen Sonne hier nachstellen mussten. Und ein solches Gewächshaus hat natürlich noch keine Firma gebaut, und es gingen viele Vorschläge dann ein. Letztlich wurde der Vorschlag angenommen, wo ein Gewächshaus in einem Gewächshaus, also Sie sehen das innere Gewächshaus, das äußere Gewächshaus, und dieses innere Gewächshaus ist nun verdunkelbar, also nach 12 Stunden gehen die Jalousien zu und es wird über den Luftwechsel wird es klimatisiert, sodass man auch in der Nacht durchaus mal unter 0 Grad kühlen kann, wenn es notwendig ist. Und dieses Gewächshaus hat sich jetzt als großer Erfolg erwiesen, die Pflanzen wachsen, die Pflanzen blühen, was ja sonst in keinem dieser Gewächshäuser ist, und sie bilden Samen. Und das ist natürlich auch wieder besonders wichtig, weil wir ja aus den Ursprungsländern kein Pflanzenmaterial, keine Samen mehr einführen können. Und wenn man dieses Gewächshaus weiter so führen wollen, dann muss man doch immer wieder Jungpflanzen anziehen. Also, diese gartentechnische Neuerung war dann dieses Gewächshaus für die tropisch-alpine Vegetation. Aber nicht nur diese beiden, möchte ich sagen, ökologischen Themen sind jetzt in unserem Gartenkonzept dargestellt, sondern wir haben weiterhin gesagt, wir brauchen eine Station für Pflanzengenetik und Nutzpflanzen, die ist ja mittlerweile auch gut bekannt in Bayreuth.
Wir wollten die pflanzlichen Ernährungsweisen darstellen, zum Beispiel die Symbiose mit der Pflanzenwurzeln, mit Pilzen, Stichwort Birkenpilz, oder die pflanzlichen Parasiten oder die sogenannten fleischfressenden Pflanzen, also pflanzliche Ernährungsweisen, wollten wir darstellen. Wir wollten, was schon angeklungen ist, ein Refugium für geschützte und vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten haben. Und ich wollte auch eine Station haben, die mir sehr am Herzen lag, nämlich die den wissenschaftlichen Hintergrund der gärtnerischen Praxis erforscht und erläutert. Aber leider wurde diese Station gleich am Anfang gestrichen. Gestrichen wurden auch der von den Zoologen gewünschte Schneckengarten. Man soll den Bock bzw. den Schneck nicht zum Gärtner machen. Und insofern ist man also, hat man von diesem Schneckengarten Abstand genommen. Es war auch noch gewünscht, der Stammbaum der Pflanzen und eine Station für Zierpflanzen. Die wurden aber zeitlich ein bisschen nach hinten geschoben. Da hat es geheißen, die sind für die Ökologie nicht ganz so wichtig. Fangen wir doch erstmal mit der Ökologie an. Also unser ÖPG sollte ein Garten werden, der in allen seinen Elementen für die Forschung zur Verfügung steht. Also ein wissenschaftlicher Garten mit der dafür nötigen aufwendigen Installation, die meistens gar nicht auffällt. Solche Installationskästen sind gut versteckt, aber da haben sie Stromanschluss und alles Mögliche. Und natürlich auch mit der Bewässerungsanlage. Gelegentlich sieht man ja die Sprinkleranlage oder die Bewässerungseinrichtung in Aktion. Das war jetzt zum Konzept und meine nächste Frage ist, wie geht es nun an einer Bayerischen Universität einen ökologisch-botanischen Garten zu installieren? Zunächst braucht man also das Konzept und von dem Konzept haben wir ja gerade gehört. Und dieses Konzept muss jetzt universitätsintern erst einmal beraten und abgestimmt werden. Und das war kein einfaches Unternehmen und man möchte sagen, es war eine strategische Meisterleistung der damaligen Universitätsleitung unter dem Gründungspräsidenten Klaus-Dieter Wolf, dass er diese Abstimmung in den Reihen der Universitätskollegen hingekriegt hat. Dafür braucht man einmal einen Raum- und Flächenbedarfsplan, den das Landbauamt Bayreuth, was für den Universitätsbau zuständig war, mit einer groben Kostenschätzung geliefert hat. Und man braucht einen Personalstellenplan für die Universität und dafür gab es die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der technischen Leiter botanischer Gärtner, an der man sich orientieren konnte. Aber ich sage nur mal am Rand, nach dieser Empfehlung hätten wir 90 Stellen gebraucht. Wir haben uns dann mit 60 begnügt und derzeit hat der Garten 24 Stellen. Also Sie sehen, dass die Wunschvorstellung und die Realität doch ziemlich weit auseinander liegen. Außerdem brauchten wir weiterhin die Unterstützung des Kultusministeriums, denn der Antrag auf die Richtung eines ökologisch-botanischen Gartens, der sollte ja noch in den Rahmenplan für Hochschulbau der Bundesregierung aufgenommen werden, um die Förderung durch den Bund zu erreichen. Als der Boden dann soweit einmal bereitet war, bedurfte es einer interministeriellen Abstimmung, denn außer dem Kultusministerium hatten natürlich auch noch das Innenministerium mit der obersten Baubehörde sowie das Finanzministerium ein wichtiges Wort mitzureden. Aber deren Zustimmung konnte erzielt werden und so konnte man dann den Bayerischen Landtag mit dem Antrag beschäftigen, an der Universität Bayreuth einen ökologisch-botanischen Garten zu errichten. Und dieser Bayerische Landtag gab 1976, also ein Jahr nach der Antragstellung, das Go und stellte dann auch den Finanzrahmen klar. Das waren 24 Millionen D-Mark auf zwei Bauabschnitte verteilt. Dass dafür die intensive Fürsprache im politischen Umfeld unabdingbar ist, liegt auf der Hand. Also ohne Fürsprecher in der Politik ist sowas nicht durchzusetzen und schon gleich gar nicht in dieser Rekordzeit. Und ich denke da an den damaligen Landwirtschaftsminister Simon Nüssel, an die Landtagsabgeordneten Anneliese Fischer und Walter Engelhardt. Ich freue mich, Herr Engelhardt, dass Sie da sind.
sowie auch an die Unterstützung durch die Stadt Bayreuth, in erster Linie durch den damaligen Oberbürgermeister Hans-Walter Wild. Ich sagte anfangs, dass es manchmal gut sei, naiv zu sein. Wenn man das ganze Verfahren mit den zahllosen Stellungnahmen, Vorträgen inklusive des Lobbyings, das ich hier nur ganz kurz angedeutet habe, bei meinen Berufungsverhandlungen klar gewesen wäre, hätte ich wohl nicht auf einen botanischen Garten beharrt. Andererseits darf man auch den Aufschwung und den Schwung des Gründergeistes nicht außer Acht lassen, mit dem damals der Aufbau der Universität Bayreuth betrieben wurde. Aber auch der Schwung des Gründergeistes kann fehlendes Wissen und Können natürlich nicht ersetzen, und es war von vornherein klar und abgemacht, dass ich die Geschäfte des Gartens nur so lange führen würde, bis eine geeignete Persönlichkeit gefunden war, die das Unternehmen ÖBG nun verantwortlich zu leiten und das Konzept umzusetzen hatte. Und die Wahl fiel auf Günter Rossmann, der den Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum in den 60er und Anfang der 70er Jahre aufgebaut hatte und als externer Berater des Landbauamts Bayreuth die Situation auf dem Unigelände einigermaßen kannte. Er war der Meinung, dass es in Bayreuth ungleich schwieriger als in Bochum sein würde, einen botanischen Garten aufzubauen, aber er sagte auch, nun, wenn wir alle Kräfte bündeln und Glück haben, dann schaffen wir diesen ökologisch-botanischen Garten. Noch als Berater des Landbauamtes hatte Rossmann eine mehrtägige Informationsreise für die Universitätsleitung und die Leitung des Bauamts organisiert zu 6 botanischen Gärten von Duisburg bis Zürich, und auf dieser Informationsreise haben sich einerseits natürlich die Universität und das Bauamt, die war jeweils leitende Personen dabei, gut kennengelernt, was auch später wichtig war. Und wir haben wirklich wertvolle Informationen gesammelt für unser Unternehmen. Für die Universität war es besonders wichtig, den Garten administrativ nicht an einen Lehrstuhl oder an eine Fakultät anzubinden, sondern ihn als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität mit einem eigenen Direktor zu führen. Ich betone noch einmal, wissenschaftliche Einrichtung, denn als eine reine Serviceeinrichtung hätten wir den Garten damals nie durch die Instanzen gebracht. Ende 1978 wurde Günter Rossmann zum Direktor des Ökologisch-Botanischen Gartens ernannt, und er konnte aus dem ersten Bauabschnitt nun 2 Gewächshäuser, 2 Gartenmeister und das Hauptgelände für den zweiten Bauabschnitt übernehmen. Dieses Hauptgelände war zwar noch nicht zur Bearbeitung freigegeben, aber Rossmann, auf die Macht des Faktischen vertrauend, hatte diesen natürlich schon in Angriff genommen und hatte zumindest die Gehölzpflanzen in größerer Menge dort angezogen. Als dann der zweite Bauabschnitt 1980 freigegeben werden sollte, gab es aus Gründen einer desaströsen Staatsfinanz einen allgemeinen Baustopp für alle staatlichen Einrichtungen, der zu einer Überarbeitung der Prioritätenliste der Universitäten durch den Wissenschaftsrat führte. Projekte, die nicht im Lichte der Unabdingbarkeit standen, waren da in höchstem Maße gefährdet. Es war ein Glück, dass der Wissenschaftsrat damals nach Bayreuth gekommen war, um die bauliche Situation dieser Universität in Augenschein zu nehmen. Es war ein Glück, dass die Universität Bayreuth dabei einen hervorragenden Eindruck hinterließ. Ein Glück, dass die 36.000 bereits angezogenen Pflanzen, Sie sehen ein paar davon, dringend an ihren endgültigen Platz kommen mussten, der aber erst durch Geländemodellierung geschaffen werden musste. Ein Glück, dass der Garten inzwischen weitere politische Fürsprecher gefunden hatte und dass schließlich dem Gartendirektor Gelegenheit gegeben wurde, das Projekt vor Mitgliedern des Wissenschaftsrats zu verteidigen. Dazu bot er Kirschen aus dem eigenen Garten, Würstchen, Getränke und Snacks an und wirkte so einer Ermüdung des Gremiums entgegen. Um den Preis der Aufteilung des zweiten Bauabschnitts in weitere Tranchen, am Ende waren es wohl 8 Nachtragshaushalte, erwirkte er damals die Empfehlung des Wissenschaftsrats zum Weitermachen. Die 1981 beginnende Phase war nun sehr aufregend, denn es trafen 2 völlig unterschiedliche Vorstellungen
vom Vorgehen bei der Anlage eines ökologisch-botanischen Gartens aufeinander. Der Vollzug der staatlichen Bauordnung, der die Übergabe einer fertigen Anlage an die Universität zum Ziel hatte, gegen die starke Mitwirkung des Gartens selbst beim Bau, zum Beispiel bei der Reliefgestaltung, beim Wegebau und natürlich auch bei der Bepflanzung. Am liebsten hätte Rossmann das für den Garten bewilligte Geld in eigener Regie verwendet, wobei er natürlich beim Landbauamt gewissermaßen auf den gleichen Granit beißen musste, den er neben allen anderen regionalen Gesteinen sich aus den nah- und fernliegenden Steinbrüchen zusammenbettelte. Also das ging natürlich nicht, dass solche Mittel, die über das Bauamt dann verwendet werden müssen, in die Hand des Nutzers gegeben werden. Wer zwischendurch einen Blick auf das Baugelände des ökologisch-botanischen Gartens werfen dürfte, konnte sich kaum vorstellen, dass das einmal ein funktionierender Garten werden würde. 1984, drei Jahre nach Beginn der Arbeiten, wurde das Hauptgebäude des ökologisch-botanischen Gartens bezogen. Sechs Jahre später wurde der Großteil der Gewächshäuser an die Universität zur Nutzung übergeben. Wen wundert's, dass da schon Pflanzen drin wuchsen? Denn während der ganzen Bauphase blieb Rossmann dem Prinzip der Macht des Faktischen, Vorrichten nannte er es, treu, und sein fait accompli führte zwangsläufig zu Reibereien mit dem Landbauamt. Meine Schlichterrolle zwischen den beiden Parteien hat viel Zeit gekostet. Aber ohne Rossmanns, nennen wir es einmal nett, Beharrlichkeit, hätten wir heute eher einen wunderschönen Park als einen für die Forschung ausgelegten ökologisch-botanischen Garten. Und dieser Beharrlichkeit verdankt die Universität Bayreuth auch noch zwei weitere Errungenschaften, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Zum einen ist es noch im Besitz von drei Landwirten befindliche Gelände südlich der damaligen Grenze des Campus, die jetzt dadurch, dass es Arboretum markiert wird und als Fixpunkt der Bauernhof, der sogenannte Heimhalt oder später Vereinshof. Dieses Gelände wollte Rossmann unbedingt hinzuerwerben, um zum einen den Blick über den Garten bis hin zum Sophienberg offen zu halten und den Garten so in die oberfränkische Landschaft zu integrieren. Nun hatten die Landwirte für den Ankauf des Universitätsgeländes vom Freistaat Bayern schon einen erklecklichen Preis erzielt. Und es war klar, dass sie ihre finanziellen Vorstellungen Jahre später nicht reduzieren würden, im Gegenteil. Es gelang Rossmann aber, durch regelmäßig wiederkehrende abendliche Besuche bei den Landwirten als ersten Schritt einen von ihm privat, später vom Univerein finanzierten Pachtvertrag herauszuhandeln, auf dessen Grundlage vier Jahre später, also 1991, dann das Gelände vom Freistaat für die Universität erworben wurde. Für die zweite Errungenschaft waren sowohl Rossmanns Beharrlichkeit als auch seine Beobachtungsgabe ausschlaggebend. Er erkannte in den Steinbrocken, die im Garten immer wieder aus dem Boden wuchsen, versteinertes Holz und begann, diese Fundstücke systematisch zu sammeln. Er durchforschte den Bodenaufbau des Unigeländes, identifizierte fossilienführende Schichten und ging daran, große Fundstücke selbst aus größerer Tiefe zu bergen, Gottlob ohne Unfall. Es entstand aus all diesen Sammelstücken die paläontologische oder paläobotanische Sammlung Rossmann, für die es ihm mit Hilfe einer von ihm initiierten Stiftung und großenteils finanzierten Stiftung gelang, wieder ein Gebäude auf dem Universitätscampus zu errichten. Der Demonstrationsteil dieser Sammlung wurde neu gestaltet und alle, die noch nicht dort waren, sind gut beraten, dort einmal hinzugehen und sich diese pflanzlichen Fossilien anzuschauen. Günter Rossmann
ein passionierter und nur mit seinem Garten verheirateter Junggeselle, der sich über viele Jahre hinweg nur von Gummibärchen und Coca-Cola ernährte, war im landläufigen Sinne kein smarter Mensch. Seine Jugend war vom Zweiten Weltkrieg geprägt und dieser hatte ihm wohl ein tiefes Misstrauen gegen alles Offizielle und vielleicht gepaart mit einer gewissen persönlichen Verunsicherung eingebrannt. Sein Wissen über die Pflanzen war einzigartig. Ich kenne keinen, der so viel über die Pflanzen wusste wie Rossmann. Und nach seiner Pensionierung hat er dieses Wissen auch noch auf die pflanzlichen Fossilien ausgeweitet. Dieses Misstrauen, von dem ich gesprochen habe und Frau Danner auch so anklingen ließ in ihrer Einführung, hat auch dazu geführt, dass Rossmann eben nicht gerne die Öffentlichkeit in den Garten oder in seine paläontologische Sammlung ließ. Und wenn er sie ließ, dann nur unter seiner Führung. Er hat aber keinen Antrag auf eine Führung abgelehnt, das muss man auch dazu sagen. Seine Begeisterung für die Welt des Pflanzen hat auch übergegriffen natürlich auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat sie zu außerordentlichen Leistungen angespornt. Günter Rossmann ist vor 7 Jahren verstorben, aber durch sein Wirken, vor allem in Bayreuth, das mit vielen Auszeichnungen geehrt wurde, ist sein Name in die Geschichte unserer Stadt und Region eingegangen. In einem der zahllosen Sitzungsprotokolle steht ein wörtlicher Satz von ihm. Sie können es lesen. Gärten sind Organismen, die kontinuierlich wachsen, sich nicht aus dem Boden stampfen lassen und deshalb nie fertig werden. Meines Wissens ist der ökologisch-botanische Garten bis jetzt nicht eröffnet worden. Er ist nie fertig geworden. Vielen Dank. So, ich grüße, liebe Damen und Herren, und Professor Beck hat ja gerade diese stürmische und intensive Aufbauphase dargestellt. Ich will jetzt auf die aktuelle Situation, insbesondere auf die Aufgabe, auf die Ziele des Gartens eingehen, auf die Frage, inwieweit dieses ursprüngliche Konzept, das einen Forschungs- und Lehrgarten gefordert hat, auch tatsächlich mit Leben gefüllt wurde. Die Besonderheiten, die waren festgelegt im Konzept und ich will sie hier nur noch mal wiederholen. Entscheidend ist, oder dadurch soll sich der Garten auch auszeichnen, dass er naturnah gestaltete Lebensräume mit Pflanzen aus aller Welt, aus allen Klimazonen darstellen sollen. Die Nutzpflanzen, bereits erwähnt, sind ein ganz wesentlicher Schwerpunkt von Anfang an im Garten und bis zum heutigen Tag. Der Garten bietet hervorragende Boot von Anfang an, sollte und bietet bis zum heutigen Tag hervorragende Möglichkeit für die freilandökologische Forschung und Lehre. Und er ist mehr und mehr, denke ich, für die Öffentlichkeit ein auch überregional bedeutsames Zentrum für die Bildung, aber auch für die Erholung. Ich denke, und das ist so das, was ich hoffe, dass wir erzielen, dass der ökologisch-botanische Garten maßgeblich das Bild der Universität Bayreuth in der Öffentlichkeit prägt, dass es zu einer positiven Wahrnehmung der Universität beiträgt. Das ist, wir sind Teil der Universität und wirken daran mit. Und er soll Stadt und Region mit der Universität verbinden, damit die Universität nicht als eigenständige Einheit da draußen am Campus lebt, fernab von den Menschen. Kernaufgabe waren von Anfang an Lehre und Forschung definiert. Und da hat der Garten sicher eine Doppelfunktion, das ist wichtig. Der Garten hat als zentrale wissenschaftliche Einrichtung eigenes wissenschaftliches Personal. Das heißt, er führt eigene Forschungsprojekte durch. Er hat auch eigene Lehrveranstaltungen, die er im Rahmen der Lehre der Fakultät anbietet. Und deswegen Doppelfunktion, die Ressourcen des Gartens sollen durch die Lehrstühle für ihre Forschung und Lehre genutzt werden. Sozusagen ist der Botanische Garten auch Dienstleister. Ja, diese Doppelfunktion ist ganz wichtig. Die unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach,
Aber Ziel ist es auch, die Lehrstühle, die Forschungsgruppen, die verschiedenen Einrichtungen der Universität, aber auch von außerhalb einzubinden und ihnen die Möglichkeit geben, die Ressourcen des Gartens für die Freilandforschung insbesondere zu nutzen. Kernaufgabe Lehre, was sind die eigenen Projekte oder die eigenen Lehrveranstaltungen, wo sind die Schwerpunkte des ökologisch-botanischen Gartens? Das ist einmal die Nutzpflanzen, da geht die Tradition zurück auf den erwähnten Professor Rossmann, der einen Schwerpunkt in den Nutzpflanzen sah. Das haben wir fortgeführt und wir bieten Lehrveranstaltungen zu den tropischen, aber auch zu den Nutzpflanzen der temperaten Zone an. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vegetation der Tropen, was sich eben anbietet, weil wir durch die Tropenhäuser natürlich ideales Anschauungsmaterial haben. Die Pflanze-Tier-Interaktion, das ist ein Schwerpunkt, der in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist, hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Ich will darauf noch zurückkommen. Die Invasionsbiologie, also die Frage, inwieweit nicht einheimische Pflanzenarten, insbesondere sogenannte Neophyten, sich ungewollt ausbreiten und möglicherweise zu einem Problem für die Indigenen, die heimischen Arten werden. Und als letzter Schwerpunkt in der Lehre die Gehölzkunde, Waldökologie und Forstwissenschaften. Unsere Kernaufgaben in der Forschung, die natürlich abgestimmt sind auf das, was wir in der Lehre machen, da soll es also zu einer Rückkopplung kommen, Forschung und Lehre in einer Wechselwirkung. Projekte, die der Garten eben selber durchführt in Eigenregie, ist einmal, worauf ich eingehen will nachher, tropische Nutzpflanzen, das Projekt mit der Lulo, einer innovativen neuen Obstart, die wir hier marktfähig vielleicht machen wollen, aus dem Bereich der Invasionsbiologie, Forschungen zum drüsigen Springkraut, das Sie alle kennen, das entlang von Fließgewässern für viele als Problempflanze auftritt und neuerdings die sogenannte Silphie, eine alternative energieliefernde Pflanze, alternativ zum Mais. Dann die Frage von Insekten oder Arthropoden im weiteren Sinn in Mulmhöhlen, also im faulen Holz als ein Schwerpunkt. Thema Wald im Klimawandel und als letzter Punkt, als Schwerpunkt in unserer Forschung, letztlich auch Lehre, Diversität und Ökologie seltener Baumarten, beispielsweise des Wildapfels. Wichtig, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir eben nicht nur eigene Forschungsprojekte durchführen, sondern dass seit vielen Jahren, insbesondere auf unseren Südflächen, die Erwin Beck vorhin erwähnt hat, große Forschungsprojekte, auch Drittmittelprojekte, insbesondere des Lehrstuhls Biogeographie, der Störungsökologie, aber auch der Pflanzenökologie laufen. Das ist eine ideale Ressource, die wir da zur Verfügung stellen, den Forschern und Forscherinnen für die ökologische Freilandforschung, was auch ganz wesentlich einen Standortsvorteil der Universität Bayreuth, einem Wettbewerb in anderen Hochschulen, bedeutet, weil natürlich wir hier am Campus fußläufig zu Mensa, zu den Instituten hier diese Forschungseinrichtungen bieten können. Andere Hochschulen haben vielleicht auch solche Forschungseinrichtungen, aber die sind 10, 20, 50 Kilometer von den Lehrstühlen von der eigentlichen Universität weg, was natürlich hier ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht. Kernaufgabe Forschung, ich will ganz kurz nur so ein Schlaglicht auf die Forschungsleistung, die eben durch die bei uns arbeitenden Forschungsgruppen, aber auch durch uns selbst geleistet werden. Das ist die Forschungsleistung der letzten 3 Jahre, wo 37 studentische Abschlussarbeiten bei uns abgeschlossen wurden, 22 davon von uns, von wissenschaftlichem Personal des Gartens angeregt und betreut. Es sind 20 Dissertationen, die aktuell laufen oder abgeschlossen sind, 4 davon, die in unserer eigenen oder von uns selbst betreut wurden. Und es sind 73 Publikationen, zum größten Teil peer-reviewed, also dem Review-System unterliegende Publikationen, erschienen davon 39, bei denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ÖBGs als Autor aufgetreten sind. Soweit Kernaufgabe Forschung und Lehre. Und letztlich ist das ja diese klassische Funktion, die Universitäten haben, Forschung und Lehre, das Idealbild, Humboldtsche Ideal der Universität. Aber es geht eben mittlerweile weit um mehr und ich glaube, dass wir vom Botanischen Garten da gerade besondere Funktionen, auch besondere Möglichkeiten haben, das, was man als Transfer bezeichnet, zu verwirklichen. Denn um die Uni herum, die ja kein Elfenbeinturm sein soll, die kein abgeschlossener Kosmos sein soll, gibt es eben ja die Gesellschaft, das Drum und Rum. Und die Universität ist mehr und mehr aufgefordert, Transfer zu leisten. Stichwort Third Mission, wie es heißt. Das heißt, die Ergebnisse der Forschung, letztlich auch der Lehre, sollen nach außen getragen werden. Und wir am Botanischen Garten wollen das eben insbesondere durch die öffentliche Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung am
ÖBG realisieren. Ich glaube, da haben wir auch gute Möglichkeit. Der Garten ist ja für die Öffentlichkeit öffentlich zugänglich. Ich glaube, er hat eine gewisse Attraktivität, sodass es leichter ist, die Menschen dorthin zu bringen, als in irgendein anderes Institut. Ich will Ihnen genau diese Wechselwirkung zwischen Forschung und Lehre, aber auch die öffentliche Bildungsarbeit an vier Beispielen näher bringen. Einmal die Frage Baumarten für den Wald von morgen. Das zweite, der nachhaltige Anbau tropischer Früchte in Mitteleuropa unter Glas. Stichwort das Projekt LULO. Das dritte, diese Frage, ob diese Bioenergiepflanze Silphie, die jetzt propagiert wird, sie in der Landwirtschaft anzubauen, ob die ein Potenzial hat, unerwünscht invasiv zu werden. Und das vierte, die Frage Biodiversität im Garten. Mir ist klar, dass auch viele andere botanische Gärten öffentliche Bildung an in ihrer Einrichtung machen. Das ist eine zentrale Aufgabe, der sich praktisch alle botanischen Gärten verschrieben haben. Ich glaube, das Besondere am Botanischen Garten hier in Bayreuth ist, dass wir als wissenschaftliche Einrichtung selber Lehre und Forschung betreiben und damit unmittelbar das, was wir in der Lehre vermitteln, aber in der Forschung erzielen an Erkenntnissen, dann in anderen Formaten nach außen transportieren können und damit eben wesentlich zu dieser mehr und mehr geforderten Transferleistung einer Hochschule beitragen können. Erstes Beispiel, Baumarten für den Wald von morgen. Der Hintergrund ist, ist Ihnen wahrscheinlich allen bekannt. Wir haben ja diese doch drastische Klimaveränderung. Wir haben auch jetzt wieder heuer 2018 einen Rekordhitzesommer, sodass viele unserer Waldgebiete massiv unter diesem Klimawandel leiden. Insbesondere die Fichte, nach wie vor unsere Hauptbaumart, wird auf vielen Standorten aller Voraussicht nach zukünftig nicht mehr anbaubar sein. Sie wird nicht mehr gedeihen, sodass die Frage für die Forstwirtschaft, für die Waldbesitzer ist, welche Baumarten können ja die Fichte letztlich ersetzen? Welche Baumarten sind jene, die auch in 100 Jahren noch die vielfältigen von der Gesellschaft geforderten Waldfunktionen liefern können? Fest steht, wir brauchen einen Waldumbau. Das ist allen letztlich oder den allermeisten klar. Die Frage ist nur mit welchen Baumarten konkret, was uns besonders interessiert und wo wir auch in der Forschung und in der Lehre aktiv sind, ist die Frage, sind nicht heimische, also exotische Baumarten, die aktuell bei uns ja nicht einheimisch sind, sind sie für den Wald von morgen notwendig? Der Hintergrund ist der, dass die Klimaerwärmung so stark werden könnte, keiner weiß es genau, dass möglicherweise in 80 oder in 100 Jahren eben die wichtigen Waldfunktionen alleine mit einheimischen Baumarten nicht mehr gewährleistet sind. Und hier kommt natürlich einem botanischen Garten wie unserem, auch anderen, eine besondere Rolle oder eine besondere Chance ist damit verbunden. Denn botanische Gärten und so auch der ÖBG sind natürlich letztlich riesige, wie man sagt, Common Garden-Experimente. Fakt ist ja, dass bei uns hunderte von exotischen Baumarten stehen. Sie müssen sich verdeutlichen, wir haben einheimisch 50 etwa einheimische Baumarten. Bei uns sind viele hundert Baumarten, die im botanischen Garten mehr oder weniger unter vergleichbaren Standortsbedingungen wachsen und somit haben wir beste Voraussetzungen, um zu untersuchen, wie sich diese vielen Baumarten, die zum Teil aus ganz anderen klimatischen Bedingungen oder unter anderen Klimabedingungen an ihren Naturstandort wachsen, wie sich diese Baumarten an unsere Umwelt hier anpassen und insbesondere, wie sie auf die stattfindenden Klima- und Witterungsextreme reagieren. Das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, hier erste Einblicke zu gewinnen, welche Baumarten kommen mit einer Klimaerwärmung, kommen mit den sich verändernden Klimabedingungen zu Rande. Und ein schönes Beispiel ist, und das geht zurück auf die Gründungsgeschichte, es ist eine glückliche Fügung gewesen, dass ein Baumschuler in den Anfangsjahren des Botanischen Gartens etwa um 1980, 81 herum dem Professor Rossmann angeboten hat, ihm Zedern aus der Türkei, sogenannte Libanon-Zedern, zu liefern, die dann auch in größeren oder in kleinen, aber doch in zahlreicheren Beständen im Botanischen Garten angebaut ist. Und wir konnten hier eben nicht nur diese Libanon-Zeder, sondern auch andere Baumarten haben wir begonnen, nach dem letzten großen Trockensommer, das war das Jahr 2003, zu untersuchen, wie sie diese damals extreme Trockenheit, diesen extremen Wassermangel, diese Stresssituation ausgehalten haben. Die Forschungsergebnisse waren, die wir hier in diesen Beständen im Botanischen Garten erzielt haben, dass die Zeder eine der wenigen Baumarten ist, die zwar im Trockenjahr 2003 deutlich gelitten hat,
die es praktisch alle Baumarten haben, aber bereits im Jahr danach, 2004, wieder das Zuwachsniveau, die Jahrringbreite der Vorjahre erreicht hat. Kurz und gut, es ist eine Art, die sehr wohl reagiert hat, aber die offensichtlich eine große Widerstandsfähigkeit, eine große Erholungsfähigkeit zeigt, sodass sie in den Jahren danach ohne nachhaltige Schädigung, ohne nachhaltige Zuwachseinbuße, wie das die Förster nennen, weiterwachsen konnte, was sehr viele andere Baumarten, insbesondere auch einheimische Baumarten, die Fichte, aber auch unsere Buche nicht oder weniger können. Weitere Ergebnisse dieser Studien ist, dass die Libanon-Zeder nicht nur trockenheitstolerant ist, sondern gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, auch frosttolerant ist, dass sie eben sowohl die nach wie vor von den Klimaexperten weiter für möglich gehaltenen extremen Tiefsttemperaturen im Winter sehr gut toleriert, aber auch beispielsweise Spät- und Frühfröste. Das heißt, kurz und gut, sie ist frost- und trockentolerant. Sie ist sehr wüchsig, sie ist deutlich besser wüchsig, sie produziert deutlich mehr Holz auf vergleichbaren Standorten wie die Lärche, wie die einheimische Fichte. Das Holz ist ausgesprochen wertvoll. Es ist ja bekannt, dass Zedernholz bereits im Altertum für viele Verwendungszwecke verwendet wurde. Es ist beispielsweise im Außenbereich ohne Holzschutz mindestens ebenso gut wie Teakholz, wenn nicht besser. Und was wichtig ist, bislang sind die bei uns jetzt mittlerweile fast 40-jährigen Zedern weitgehend ohne Krankheiten und Schädlinge. Und bislang, soweit man das beurteilen kann, ist von einem Anbau der Zeder im Wald zu erwarten, dass es keine großen, gravierenden, nachteiligen Auswirkungen auf das Ökosystem Wald mit sich bringt. Alles wichtige Fragen für die Beurteilung, ob diese Baumart tatsächlich eine Alternative sein könnte. Das soll nicht heißen, dass man die auf großen Flächen jetzt anbauen soll, aber man sollte sie ausprobieren, da wird wir in 50, 70, 100 Jahren wissen, ob sie möglicherweise dann eine Alternative ist für den Ausfall heimischer Baumarten. Wir haben mittlerweile, und da kommen wir zum Transfer, in unseren Beständen, in diesen Libanon-Beständen, können wir mit behördlicher Genehmigung, da braucht man immer eine Genehmigung, können wir in den Zapfen Samen ernten, hier ein Bild von der Samenernte, und können relativ viele, mittlerweile pro Jahr mehrere tausend Jungpflanzen anziehen. Und mit diesen Jungpflanzen, und das ist eben der erwähnte Transfer, werden nun mittlerweile an vielen Orten im In- und Ausland werden neue Versuchspflanzungen angelegt. Das ist hier die Anlage einer Versuchsfläche hier in der Nähe von Bayreuth, in der Nähe von Mengersdorf im Wald des Baron von Aufsess. Aber auch, und das ist die zweite Transferleistung, die wir damit verbinden, es werden Weiterbildungsveranstaltungen für Waldbesitzer, für die Forstverwaltung etc. im Botanischen Garten angeboten, um dieses Thema, welche Baumarten als Alternative in Zeiten des Klimawandels in Frage kommen. Zweites Beispiel, der nachhaltige Anbau tropischer Früchte. Das Beispiel der Lulo, von einem Nachtschattengewächs produzierte Frucht, eine Obstart, die in Südamerika große Bedeutung hat, die aber bei uns auf dem Markt weitgehend unbekannt ist, weil sie reif geerntet werden muss, weil sie nicht lager- und nicht transportfähig ist. Und es kam vor einigen Jahren die Idee auf, ob man mit Abwärme aus der Glasproduktion im Frankenwald, im kleinen Tettau, Gewächshäuser beheizen könnte und dort diese Frucht auch tatsächlich marktfähig machen kann, sie produzieren kann. Somit hat man eine gute Nutzung für diese Abwärme, hat aus strukturpolitischer Hinsicht eine Sache, die den Frankenwald, der ja nicht gesegnet ist mit der Industrie, fördern kann. Dieses Projekt liegt zwei Forschungsfragen im Wesentlichen zugrunde. Ist ein nachhaltiger Anbau dieser Obstart in Gewächshäusern unter unseren Bedingungen möglich? Und zweitens, hat diese Frucht überhaupt ein Marktpotenzial? Könnte sie vom Verbraucher angenommen werden? Da laufen seit einigen Jahren Untersuchungen, wir sind bereits in der zweiten Phase und die wichtigsten Ergebnisse der ersten Projektphase ist, die Lulo ist tatsächlich bei uns so zu kultivieren, dass sie mehr oder weniger ganzjährig unter unseren Bedingungen Früchte liefert. Also ein ganzjähriger Fruchtertrag ist möglich und die Frucht kommt beim Konsumenten relativ gut an. Das sind hier Ergebnisse von sensorischen Tests, der eine oder andere hat hier vielleicht teilgenommen, wo hier unterschiedliche Fruchteigenschaften, Farbe, Festigkeit, der Geschmack, Säure, die Süße
von vielen Probanden beurteilt werden musste. Und die Fruchtqualitäten, die hier beurteilt wurden, liegen alle im positiven Bereich. Wir sind also überall in einem Bereich. 9 wäre das Maximum, gefällt außerordentlich gut. 1 ist eben das schlechteste Bewertung, missfällt außerordentlich. Wir sind also durchweg im positiven Bereich, sodass zumindest von der zu erwartenden Verbraucherakzeptanz die Lulo auch tatsächlich eine interessante Frucht ist. Und es laufen jetzt weitere Forschungen, wo es auch um die Inhaltsstoffanalyse geht. Das sind Kooperationsprojekte mit anderen Forschergruppen der Universität. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren hier ein gutes Stück weiterkommen. Auch hier ist der Transfer natürlich wichtig, dass wir nicht nur für uns dahin forschen und möglicherweise Publikationen schreiben, sondern das Ganze soll nach außen getragen werden. Die Leute in der Stadt sollen wissen, in der Region sollen wissen, was eine Universität macht. Hier dieser Informationsstand bei Bayreuth Innovativ, wo Bürgerinnen und Bürger der Stadt sich intensiv über dieses Projekt informiert haben. Aber auch diese Forschungsergebnisse gehen unmittelbar ein in die tatsächlich anzustrebende, auch wirtschaftlich sinnvolle Produktion in diesem großen Produktionsgewächshaus in Klein-Dettau, das bislang noch nicht optimal läuft, aber das ist weitere Forschung nötig, um tatsächlich das so zu betreiben, dass hier dauerhaft nachhaltig schwarze Zahlen mit der Produktion tropischer Obstarten erzielt wird. Drittes Beispiel, diese Bioenergiepflanze Silvie und der Frage, ob diese invasiv ist. Hier ein Bild von den Silvien oder von seinem kleinen Silvienbestand in unserer nordamerikanischen Prärie, in der sogenannten Hochgrasprärie. Silvie, Silvium perfoliatum mit dem lateinischen Namen, ist eine Präriepflanze aus dem Bereich der Hochstaudenprärie, also eine sehr wüchsige Pflanze. Und deswegen sind vor vielen Jahren Leute drauf gekommen, dass das durch eine Alternative sein könnte für den Anbau des Mais. Wir wissen alle, der Mais, wir haben eine rapide Zunahme des Anbaus von Mais und zwar insbesondere nicht für die Produktion von Futter und Nahrungsmittel, sondern für den Energiebereich. Dabei ist Mais eine Kultur, die sehr, sehr viele Nachteile nach sich zieht. Es hat nur eine kurze Zeit der Bodenbedeckung, das heißt, wir haben hohe Probleme mit der Erosion. Sie hat einen hohen Bedarf an Bodenbearbeitung, wir müssen mehrmals im Jahr drüber fahren, einen hohen Bedarf an Pflanzenschutz, ja, es wird sehr, sehr viel Glyphosat verwendet und so weiter. Und deswegen sind viele Leute auf die Idee gekommen, wenn schon Energiepflanzen bei uns nötig sind, dann vielleicht solche, die mit einer günstigeren Ökobilanz angebaut werden können. Und da ist eben die Silvie eine Alternative, weil es eine mehrjährige Pflanze ist. Ich muss sie also einmal ansehen oder pflanzen und kann sie dann 10, vielleicht 15 Jahre immer wieder ernten. Wir haben eine ganzjährige Bodenbedeckung, wir haben also nicht eine regelmäßige Bodenbearbeitung, dadurch geringere Bodenbefahrung und der Einsatz von Pestiziden ist deutlich geringer als beim Mais. Aber, und das ist das große Problem, und da sind wir wieder bei der Invasionsbiologie, die bei uns in Lehre und Forschung eine große Rolle spielt. Die Frage ist natürlich, mit so einer neuen Pflanze, die bislang bei uns nicht angebaut wird, besteht die Gefahr, dass sie sich unerwünscht ausbreitet. Und das muss eben vor einem stattfindenden großflächigen Anbau, wenn sich der dann wirtschaftlich auch rentieren sollte, muss das geprüft werden. Und das ist die Frage, die wir jetzt in kleinen und jetzt demnächst auch in einem größeren Forschungsprojekt nachgehen. Es geht also darum, findet eine unerwünschte Ausbreitung dieser Pflanzenart an Standorte, wo sie nicht hin soll, wo sie möglicherweise die heimische Pflanzenwelt auch vielleicht gefährden könnte statt und wenn ja, auf welchen Standorten ist das der Fall. Und Sie sehen hier, das sind die Anlage von Versuchen in den schon erwähnten Grundwasserbecken, die jetzt im letzten Frühjahr stattgefunden hat. Das sind zwei Bachelorstudenten, die hier an dieser oder mit in diesem Projekt ihre Bachelorarbeit machen. Die lernen gerade, was ganz wichtig ist, das Pflanzen. Sie sehen also, dass im Botanischen Garten aber Sinnvolles vermittelt wird. Können also hier so erste praktische Erfahrungen auch ziehen. Und bereits in diesem Sommer, jetzt im Zurückliegenden, konnten wir die erste Biomasseernte machen und konnte hier eben der Frage nachgehen, ob in diesem Grundwasserbecken, in dem ein Gradient, ein kontinuierlicher Gradient der Feuchte eingestellt ist, ob da die Vitalität, die Produktivität dieser Pflanze unterschiedlich ist.
Tatsächlich kann man jetzt schon bereits nach einem Jahr sehr schön sehen, dass sie sowohl im sehr nassen als auch im sehr trockenen Bereich wenig Vitalität hat, aber im mittleren Feuchtebereich, was dann eine wichtige Information ist bei der Beurteilung, welche Habitate in der Natur draußen möglicherweise gefährdet wären bei einer Invasion der Silphie, dass sie im mittleren Feuchtebereich wohl ihr Optimum erreicht. Ein zweites wichtiges Ergebnis, das wir bereits erzielen konnten, ist, dass sie wohl eher sich nur wenige oder eine kurze Ausbreitungsdistanz hat. Sie hat also mit ihren Samen keinen Vektor, wie man sagt, also keinen Mechanismus, der die sehr weit verbreitet. Aber das sind erste vorläufige Ergebnisse. Auch hier wieder der Transfer. Wir haben natürlich dadurch, dass wir diese Pflanze bei uns in der Prärie an ihrem, in Anführungszeichen, natürlichen Standort haben, können wir hier sehr schön über Chancen und Risiken des Anbaus der Silphie hier anlässlich unseres letzten Gartenaktionstages informieren. Oder der Student, der noch 8 Wochen zurück das Pflanzen von der Silphie gelernt hat, der kann hier bereits 8 Wochen später die Minister Huber und Kaniber über die ersten Ergebnisse zu dem Projekt Silphie als Alternative zum Mais informieren. Viertes Beispiel, die Frage der Biodiversität im Garten. Die Angela Danner hat ja vorhin erwähnt, dass der Garten eben als ökologisch-botanischer Gärtner einen großen Wert darauf legt, dass in den vielen gestalteten, und zwar naturnah gestalteten Vegetationstypen, aber auch in sehr vielen Lebensräumen, die wir weitgehend, also nicht ohne Management, aber weitgehend sich einer natürlichen Entwicklung im Garten sich überlassen, dass sich hier eine große assoziierte Diversität an Tieren, aber auch an Pilzen eingenischt hat. Also das heißt, wir haben aufgrund dieser hohen Naturnähe, die per se von Anfang an auch das Ziel des Gartens waren, eine sehr reiche, spontane, also es ist nichts, was wir hier in den wenigsten Fällen oder in den meisten Fällen, nichts, was wir hier initiiert haben, wo wir hier aktiv vorgegangen sind. Wir sind aktiv nur gewesen bei der Gestaltung der Lebensräume. Es haben sich sehr, sehr viele Tier- und Pflanzenarten und Pilzarten angesiedelt. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, weil wir natürlich jetzt hier beste Daten zu dieser hohen Biodiversität haben. Das ist also nicht nur der Verdienst, dass wir hier diese Lebensräume vielleicht gestalten, sondern es ist auch der Verdienst der vielen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, der Studierenden, die im Garten arbeiten, die ihre Lehrprojekte, ihre Forschungsprojekte durchführen. Da kriegen wir fantastische Daten über diese Diversität. Deswegen verfügen wir viele Organismengruppen über sehr, sehr gute Daten. Schönes Beispiel sind die Moose im Botanischen Garten, wo wir mittlerweile 105 verschiedene Moosarten nachgewiesen haben. Schönes Beispiel sind ja hier so ein Stein, der vor mehr als 30 Jahren frisch aus dem Steinbruch gebrochen hier eingebracht wurde. Herr Beck hat es ja vorhin erwähnt, diese 2800 oder ein bisschen Tonnen Gestein, die hier angebracht sind, die sich sehr schnell auch besiedelt haben, gerade durch solche aufsitzenden, gesteinsbesiedelnden Moosarten. Schönes Beispiel hier, dieses Haarmützenmoos, das hier gerade seine Spurenbehälter zeigt, oder das Zypressenschlafmoos, zwei Moose, die hier zwei Beispiele für diese große Vielzahl von Moosen, die insbesondere Professor Hertel, der bei uns als assoziierter Wissenschaftler tätig ist, erforscht hat. Aber jetzt auch ganz neu der hier mit dem Bild erwähnte Thomas Bickel, ein Student, der sich aus freien Stücken den Moosen verschrieben hat und seit vielen Monaten ganz, ganz intensiv die Liste der vorhandenen Moose weiter fortführt. Wir haben rund 30 Säugetierarten im Botanischen Garten, darunter alleine 17 verschiedene Fledermäuse, also eine stattliche Zahl. Wir haben 103 Vogelarten, etwa die Hälfte davon als Brutvögel nachgewiesen. 20% dieser Vogelarten, die bei uns vorkommen, sind rote Listearten, sind also gefährdete, in ihrem Bestand gefährdete Arten. Wir haben 12 verschiedene Amphibienarten, davon 6 geschützte. Vor einiger Zeit hat er das Auftreten des Kammmolchs einer FFH-Anhangliste-Art, also eine ganz wichtige Art, die uns vielleicht helfen könnte, auch diese Standorte mal zu schützen gegenüber oder gegen eine drohende Überbauung. Wenn die Parkplätze mal am Campus nicht mehr reichen sollten, was ja immer gut möglich ist, ja, dann könnte ja sein, dass jemand auf die Idee kommt, dort auch unten Parkplätze zu bauen. Dagegen sollte uns der Kammmolch dann irgendwann helfen. Oder 23 verschiedene Libellenarten, die sich in unseren Feuchtgebieten und in Teichen sehr wohlfühlen.
ganz bekannt ist ja oder so von uns von Anfang an intensivst bearbeitete Organismengruppe sind die Wildbienen, wo wir 184, das muss man sich vorstellen, 184 Wildbienenarten in Bayreuth, was ja nicht so das präferierte Klimagebiet der Wildbienen ist, die ist ja eher ein bisschen wärmer, ein bisschen trockener mögen, aber da hilft vielleicht auch der Klimawandel, dass das in nächster Zeit mehr werden. Aber davon 30%, also ein knappes Drittel, rote Listearten, die geschützt sind. Das sind also wirklich ganz tolle Arten drunter eben, diese Schneckenhaus-Mauerbiene, wunderschöne Art, die man jedes Jahr so im Mai beobachten kann, die als Brutstätte, das sind ja die meisten Wildbienen solitär leben, die als Brutstätte leere Schneckenhäuser, insbesondere von der Weinbergschnecke, nutzt. Und diese Schneckenhäuser, die dreht sie erst in einem Kraftakt um, damit die Öffnung nach unten ist, damit das Wasser nicht reinläuft. Ja, und dann klebt sie das Ganze hier mit Mörtel zu, legt dann einen Gang rein, legt ihr Ei ab, dass sich die Larve da drin entwickeln kann und das Ganze tarnt sie ja noch. Ja. Man kann dann diese kleine Biene dann mit so großen Kiefernadeln durch die Gegend fliegen sehen, wo sie hier die Kiefernadeln hinbalanciert und dieses ganze Schneckenhaus einbaut, sodass es potenzielle Feinde nicht finden können. Also wunderbares Schauspiel, das man wirklich jedes Jahr bei uns sehr schön immer wieder beobachten kann, dieses Brutverhalten der Schneckenhaus-Mauerbiene. Eine andere Organismengruppe, die bei uns sehr, sehr gut erforscht sind, die jetzt vielen also beim Durchspazieren durch den Garten gar nicht auffällt, gut im Herbst, wenn es die größeren Hutpilze gibt, dann vielleicht schon, ist die Vielfalt an Pilzarten. Wir haben mittlerweile weit mehr als 750 verschiedene Pilzarten im Botanischen Garten nachgewiesen. Und das Tolle ist, dass diese Pilzarten nachgewiesen sind, letztlich durch die Tätigkeit von ein paar hochinteressierten und motivierten Studenten und eines Herrn, des Herrn Christian Gubitz, mittlerweile über 80 Jahre alt, ein Autodidakt, der nie an der Universität war, Postbeamter war in seinem Arbeitsleben, der sich aber seit vielen Jahrzehnten der Pilzforschung und war wirklich der Forschung widmet. Und der einen Schwerpunkt gesetzt hat auf die Pilze in unseren Gewächshäusern. Und er hat in vielen Jahren klein, wirklich mühseliger, intensivster Arbeit, hat er 111 Pilzarten nur in unseren Gewächshäusern, also im Substrat und auf den Pflanzen nachgewiesen. Davon sehr viele Erstfunde für Deutschland, also Pilzarten, die noch nie in Deutschland gefunden wurden. Und was ich wirklich phänomenal finde, er hat 5 Arten neu beschrieben nach Funden in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens. Arten, die vorher der Wissenschaft nicht bekannt waren. Also neue Arten. Und das ist was Phänomenales. Ein Mensch, ja, der kein Profi ist, der nicht an der Universität arbeitet, er hat das Ganze veröffentlicht in einer üppigen Schrift, eine wunderschöne Schrift, die er 2015 veröffentlicht hat, mit 258 Seiten. Es gab Bestrebungen, ihm die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Leider Gottes aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen gescheitert, wobei ich das wirklich finde, diese Leistung, die dieser Mensch gebracht hat, die ist sicher vielen, vielen Dissertationen, die an der Universität Bayreuth geleistet werden, ohne diese schmälern zu wollen, ebenbürtig ist. Aber leider Gottes war keine Mehrheit zu finden, dass man diesen Menschen auch angesichts seines Alters diese wissenschaftliche Leistung honoriert. Schade, fand ich. Gut. Biodiversität im Garten beruht, ich habe es vorhin erwähnt, auch auf Management. Ja, es ist nicht, geht nicht darum, Arten neu auszusetzen, sondern Bedingungen zu schaffen. Eine ist zum Beispiel, dass unser Gehölzbestand, unser Baumbestand relativ jung ist. Garten ist oder die ältesten Bäume sind maximal 40 Jahre alt, viele jünger, sodass es an vielen Ressourcen, die Fledermäuse, die Vögel, die Insekten brauchen, fehlt. Deswegen ein bisschen nachhelfen durch die Anlage oder durch das Aufhängen von Bruthilfen. Hier werden gerade Fledermauskästen aufgehängt, die dann auch regelmäßig kontrolliert werden, so mit so Sendern, mit so Filmkameras, leuchtet man hier rein. Und man kann dann gegebenenfalls auch so eine Fledermaus rausholen, um sie zu bestimmen, um welche Art es sich handelt. So sind wir eben tatsächlich in der Lage zu sagen, mit der Hilfe von Christian Sträts, dem Fledermaus-Spezialisten weit und breit, dass wir mittlerweile 17 Fledermausarten im Botanischen Garten haben. Transfer aber auch, dass, und das macht wirklich ein großes Anliegen, dass wir natürlich auch die Leute, die Besucher des Gartens informieren wollen, welchen Wert die Biodiversität auch im urbanen Bereich, im heimischen Garten. Wir verlieren immer mehr naturnahe Flächen draußen. Ja? Es wird immer
schlimmer. Schauen Sie nur die landwirtschaftlichen Flächen an. Deswegen wird die Bedeutung der urbanen, der Siedlungsflächen und des heimischen Gartens für den Erhalt der Biodiversität immer größer. Und was man hier konkret machen kann, das wollen wir ja vermitteln. Sehr schön, dass der Professor Zwölfer Emeritus der Tierökologie, der bis zum heutigen Tag, ja, mittlerweile auf die 90 zugehend, immer noch aktiv im Garten ist und immer noch hier beiträgt, immer mehr zu wissen über die Diversität im Garten und er bereit ist, das zu vermitteln. Ja, er wirkt mit bei Führungen und Sie sehen, dass hier jung und alt ihm gespannt zuhört, was er hier alles findet und welche Wege, welche Möglichkeiten es gibt, das auch zu Hause umzusetzen. Diese Biodiversität, die hat auch zu einer schönen Transfergeschichte geführt. Wir haben seit vielen Jahren so eine studentische, eine sehr aktive studentische Gruppe, die bei uns im Nutzpflanzengarten ein Permakulturbeet betreibt. Und diese Gruppe von Studierenden, die hat gesagt, okay, schön und gut im Botanischen Garten da zu werkeln, ist ganz gut. Aber sie hat gesagt, nee, wir müssen es auch nach außen tragen. Und sie haben diese Initiative Summer in der City gegründet, einen Verein, und sind mittlerweile in der Stadt Bayreuth vorstellig. Sie gehen zur Oberbürgermeisterin, sie gehen ins Rathaus, sie gehen zu den Baumärkten, um dafür zu sorgen, dass vielleicht auch im heimischen Garten, einem städtischen Grün mehr Rücksicht auf ein angemessenes Grün, auf eine entsprechende Diversität genommen wird. Sie können sich heute selber hier bedienen, diese Aktivität. Ich weiß nicht, ob der Thomas hier ist. Da hinten sitzt einer der Aktiven. Ja, danke Thomas auch, einer der Aktiven von dieser Initiative. Und Sie haben hier auch so eine Saatgutmischung zusammengestellt, zum Teil im Botanischen Garten, denke ich, geerntet. Und ich kann zumindest mal in der Reihe der Honoratioren hier diese Samendütchen rumgeben. Aber Professor Ruppert, ich komme im nächsten Jahr, wir kommen und kontrollieren, ob die Sachen auch aufgegangen sind, um sie auch wirklich entsprechend eingesetzt haben. Also es ist eine sehr schöne Initiative, die ja von den Studierenden, ja, ohne dass hier ein großer Anschub von uns erfolgt ist, aufgegriffen haben und nach außen tragen. Wer sich informieren will, der Tom ist da hinten und wird gerne zu diesem Verein, bei dem er auch Mitglied werden kann, zu informieren. Öffentliche Bildung am Garten, das ist ja die entscheidende und wichtigste Transferleistung, die wir leisten wollen. Wir machen, es wurde erwähnt, viele Führungen, neuerdings auch deutlich mehr Bildungsprojekte. Wir haben im letzten Jahr, 2017, 342 Gruppen durch den Garten geführt oder mit ihnen Projekte durchgeführt. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 2016. Ich habe mir heute nochmal die aktuellen Zahlen von 2018 angeschaut. Wir kommen also heuer deutlich über diese Zahl. Wir gehen gegen 400 und kommen damit, das muss man auch sagen, ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft, muss ich auch sagen, an unsere Hochschulleitung. Wir kommen an die Grenze dessen, was wir in der Umweltbildung auch tatsächlich mit entsprechendem Niveau machen können. Wir sind sich schlichtweg hier personell nicht ausreichend ausgestattet. Und entweder müssen wir diese Umweltbildung auf dem Stand jetzt einfrieren, werden damit auch der Nachfrage, die gerade von Schulen, Sie sehen, wir hatten im letzten Jahr 111 Schulklassen im Garten, das werden heuer sicher mehr, die Nachfrage steigt. Und wir werden dieser Nachfrage, die können wir nicht mehr befriedigen, wenn wir nicht personell auch besser ausgestattet werden. Das muss ich ganz klar sagen. Ich fordere nicht x-beliebig Stellen mehr. Wir kommen mit den wenigen Stellen, die wir haben im gärtnerischen Bereich, ganz gut hin. Wäre schön, wenn wir mehr hätten. Aber im Bildungsbereich muss man ganz klar sagen, da kommen wir an der Grenze hin. Und wenn wir da nicht anders ausgestattet werden, muss man sagen, okay, dann müssen wir eben sagen zu einer Schulklasse, die anruft, zu einer Lehrerin oder einem Lehrer, geht nicht. Wir können es nicht machen, weil ich habe auch Verantwortung für die Leute, die diese Führungen durchführen müssen. Viele sind am Wochenende, viele sind außerhalb der regulären Arbeitszeit, sodass hier die Grenze erreicht ist. Wichtig ist, dass man die letzte, oder das nur vorneweg, was wirklich nach wie vor, und das freut uns selber auch, weil wir seit jetzt 21 Jahren, mehr als 21 Jahren, bieten wir ja jeden ersten Sonntag im Monat eine öffentliche Führung zu einem immer anderen Thema an. Und es freut uns einfach, dass im Mittel nach wie vor im Schnitt 100 Leute jeden Sonntag zu diesen Führungen kommen. Das schwankt manchmal bei schlechtem Wetter und bei einem weniger interessanten Thema sind es vielleicht vermeintlich interessanten Thema, sind es vielleicht 50 oder 60, bei anderen sind es 150 oder 180 Leute, was ja logistisch bei der Durchführung schwierig ist. Aber das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass das Bildungsangebot auch wahrgenommen wird. Und die Leute haben wir jedenfalls den Eindruck, die das nutzen, kommen auch gern wieder, was uns am meisten freut. Wir haben also sehr viele Wiederholungstäter, einige sitzen ja auch hier.
Immer mehr aber, und das ist genau das, was wir forcieren wollen, aber ist die Frage, ob es da so weitergeht, machen wir eben richtige Bildungsprojekte. Ein sehr schönes war im letzten Jahr, auch heuer noch, so ein Dreck, Faszination Boden und was er mit dir zu tun hat, was bei Schulklassen wirklich gut angekommen ist, wo da die Kinder überwiegend wirklich mit Begeisterung dabei waren und sich das Boden, Lebewesen, Bodenarten etc. angeschaut haben. Das sind tolle Projekte. Im Moment aktuell läuft dieses Fair Trade Projekt, also die Frage, was man tun kann, um als Konsument auch vielleicht ein bisschen besser auf die Qualität, auf die Fair Trade Qualität von Produkten zu achten. Das Ganze, diese Leistung des Botanischen Gartens ist nur möglich durch ein gutes Team. Hier Bild unserer Mannschaft aus dem Jahr 2001, deutlich schärfer die Aufnahme, aus dem Jahr 2018, unsere Belegschaft. An der Stelle auch mein Dank an diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wirklich sich engagieren für dieses Ziel des Gartens. Was dann immer ganz einfach war, wir haben, ich habe am Anfang gesagt, die Besonderheit des Gartens, und wir haben vor 15 Jahren ein Leitbild entwickelt. Da waren wir einer der ersten botanischen Gärten, die sowas gemacht haben. Und es war ein ganz interessanter Prozess. Wir haben das mit der kompletten Belegschaft gemacht. Und da war die Frage, was ist denn das Ziel eines botanischen Gartens und was ist das Ziel unseres botanischen Gartens? Und da war die mit Abstand häufigste Meinung, Aussage, schöne Pflanzen, viele Pflanzen, tolle Pflanzen zu kultivieren. Das ist schön und gut, aber entscheidend ist, und das hoffe ich ja, dass ich jetzt da darstellen könnte, dass das nicht das Ziel ist. Es ist nicht das Ziel, schöne Pflanzen zu kultivieren, sondern es ist das Ziel, mit schönen, mit vielen Pflanzen, mit vielfältigen Pflanzen ein Ziel zu erreichen. Ja, und diese Ziele sind eben das andere. Diese Ziele sind eben Lehre, Forschung und Umweltbildung. Dafür brauchen wir schöne, brauchen wir viele, brauchen wir tolle Pflanzen. Aber das ist kein Selbstzweck, die zu kultivieren. Ganz wichtig auch, dass das, was der Botanische Garten macht, natürlich nicht eine eigene Leistung ist, sondern der Botanische Garten ist angewiesen und lebt von einer kollegialen Unterstützung durch eine funktionierende Universitätsverwaltung, muss ich wirklich sagen. Da haben wir gute Unterstützung. Wir haben eine tolle zentrale Technik. Wir haben ein tolles Zentrum für Informatik, das ITS. Und wir haben die Mitarbeit oder die Mithilfe der Universitätsbibliothek. Das ist für uns zentral wichtig. Ohne diese kollegiale Zusammenarbeit, diesen Gesamtverbund der Universität, hätten wir, glaube ich, wären wir nicht in der Lage, das zu leisten. Und ganz wichtig, das ist auch vorhin erwähnt, wir haben einen Förderverein, wir haben den Freundeskreis Ökologisch-Botanischer Garten der Universität, der mitgliederstark und aktiv ist und uns ganz massiv unterstützt. Entscheidend ist, dass die Aufsicht an Sonn- und Feiertagen in Schichten von diesen Mitgliedern geleistet wird. Ohne das könnten wir am Sonntag nicht aufmachen. Mit unserem eigenen Personal wäre es unmöglich, dann wäre es an anderen Enden noch knapper. Aber auch bei Veranstaltungen, wo dieser Freundeskreis immer aktiv ist und sich zeigt, Sachen anbietet und so auch unseren Etat etwas aufbietet. Wer da noch ein Mitglied ist, ich kann nur auffordern, in diesem Kreis mitzuwirken. Der ÖBG, das ist hier ein Bild von Unikat von 2017, ist Lebensraum und Ort der Begegnung am Campus. Und ich denke, wenn das Ganze unser Wirken, die Leistung des Botanischen Gartens einbindet in das, was die Universität insgesamt soll, so hat die Universität ein Leitbild und danach will sie mehr als eine Universität sein. Die Universität Bayreuth ist Lebensumfeld, so wie es im Leitbild der UBT steht. Ich denke, dass der ÖBG ein wesentlicher Teil davon ist, dass er wesentlich, und das ist für uns wichtig, beiträgt zum Profil dieser Universität, um sich einem Wettbewerb mit anderen Hochschulen zu bewähren, zu unterscheiden und im Wettbewerb da zu bestehen. Der ÖBG soll eben mehr, und das ist das, was von Anfang an, glaube ich, angeklungen ist, seinem ersten Konzept, er will und soll mehr als ein botanischer Garten sein. Vielen Dank.